Oh je. Ach ja, ach ja. Kapitel 5 scheint auf jeden Fall lang zu sein. Mit riesigen Karten. Guten Weasel, einen wunderschönen Montag. Willkommen, willkommen beim Kapitel 5 mit meinem gefühlten 0-DPS-Bild des Summoners. Ich habe das, ich habe die ganz, ganz kleine Angst, dass ich, sobald ich Baal gegenübertrete, wieder Hackfleisch werde. Was musst du machen? Gefangene befreien? Nee, danach. Ich muss zum Kristalldurchgang beim Frostfluss. Ich bin ja noch nicht beim Frostfluss. Areta-Hochebene, okay. Kurz mal Tränke kaufen. Welches Level? 27. Kein Wunder. Ich weiß. Aber ich muss ja ehrlich zugeben, das Leveln hier in dem Spiel macht mir keinen Spaß. Und die Tatsache, dass ich am Anfang direkt mein Bild ein bisschen verkackt habe, macht es nicht besser. Ja, aber es ist doch eigentlich verrückt, dass ich 10 Level unterlevelt bin, obwohl ich tatsächlich nirgendwo durchgerusht bin, jeden Gegner nochmal bekämpft habe. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht 5 Level, aber 10 ist schon hart. Kannst du nicht? Nein, eben nicht. Es gibt einen kostenlosen Respec in Kapitel 1. Kannst nach jeder Stufe durchspielen, einmal neues Game. Ja, genau. Aber da bin ich ja noch nicht. Ich bin ja erst Kapitel 5. Das heißt, bevor ich respecken kann, sind wir fertig mit Diablo 2. Auch ein Würfelrezept, womit das geht, ist aber teuer. Richtig. Und ich glaube nicht mal, dass ich alle Zutaten für den Würfel finden kann. Aber dadurch, dass ich halt wirklich keine Ahnung von Diablo habe, sagen mir die Rezepte halt auch nicht wirklich was. Das sind so die Momente, wo ich die Convenience von Path of Exile ein bisschen vermisse manchmal. Da ist Respecken einfacher. Das Cool-Level musst du nach Durchspielen aber einmal machen.
Ja, werde ich versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Weil ich, wie gesagt, ich mache nicht viel Schaden. Und aushalten tue ich auch nichts. Wo in drei Teufelsnamen geht's hier hin? Also grundsätzlich glaube ich, der Schaden geht schon. Solange es gegen viele kleine Gegner geht und nicht gegen einen Starspawned Child of the Infinite Void. Ein wunderschönen guten Abend, Siaro. Hallöchen. Dachte, die Quest gibt dir auch im ersten Durchgang den Respekt. Ja, gibt sie ja. Den habe ich ja verkackt und benutzt, weil ich wusste nicht mal, dass es einer ist. Das Problem ist, dass das ja einfach eine Quest ist und du nimmst die an. Und dann löst du die und dann nimmst du die Belohnung an und plötzlich bist du gerespekt. Kann ich ja nichts für. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr vielen Leuten beim allerersten Mal von diesem Spiel passiert. So schwer ist es nicht. Wer die Baal-Armee schafft, kommt da auch durch. Wir gucken mal, wir gucken mal. Zack. Der Schwengel. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich weiß leider nicht mehr, was die zwei Runen waren, die ich kombinieren muss. Da steht doch dick und fett im Text: Reset Stat Skill Points. Ja, aber wenn du komplett gedankenverloren dieses Spiel spielst, dann passiert es mal, dass du Dinge tust, die du mit ein bisschen Verstand nicht tun würdest. Was soll ich denn sagen? Und weg, komm. Zack. Du brauchst ja gar nicht mehr lange, wie es aussieht. Nee, so lange nicht mehr. Die Runen, die ihr benötigt, um die Einsicht, Runenworte in einer Stangenwaffe mit 4 Sockeln in Diablo 2 zu Resurrect herzustellen, sind Ral, Tier, Tal und Sol. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Nee, die suche ich gar nicht. Also Tal habe ich. Ral habe ich. Es gibt auch noch ein Wort für einen Skelettstab. Können wir mal in die Kiste gucken. So, Kiste. Wo war die? Bei dir? Guten Tag.
Danke. Bitte. Da ist meine Kiste. Naja, die Waffe mit Einsicht benutzt man ja nicht selbst, sondern der Begleiter. Das weiß ich. Also, es haben mir jetzt schon ganz viele Leute jeden Stream gesagt, das ist diese vier Sockelwaffe und dann ist die ultra episch und... Aber ich habe ja keine, Stangenwaffe mit vier Sockeln. Aber ich habe einen Stab mit zwei Sockeln und ich weiß, dass es ein Rezept für einen so gesockelten Stab gibt. Und der soll gut sein. Weil der gibt mir halt Plus auf Skelette. Genau, White. Jetzt kannst du ja... Moment. Kann mir bitte einfach einen sinnvollen Wiki-Eintrag dafür geben? Meine Fresse. Was? Doll und Io. Habe ich nicht. Doll und Io habe ich nicht. Unfortunately. Man kann ja beides bauen. Ja, aber da brauchst du einen... Ich habe noch nie einen viersockelnden Stab gesehen. Noch nie. In dem ganzen Run, den ich jetzt habe. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass ich eher andere Dinge finde als das. Das ist halt mein Bedenken dabei. Im Normal gibt es eh keine Viersockel-Items, siehst du? Dementsprechend fällt das eh raus. Aber ich brauche Doll und Io. Das wäre gar nicht ganz so verkehrt. Hallo? Nö. Unter dem Kristalldurchgang beim Frostfluss. Ich muss auch mal meine Ausrüstung reparieren. Ah.
Level up. Acht Skelette. Das ist tatsächlich ein sehr guter Schadensbonus. Ach, das sind zwei. Ich dachte gerade, was ein geiler Gegner ist das denn, aber das sind zwei. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das unsere Dame ist, die wir finden müssen, aber nein. Nope. Wisst ihr was? Ich freue mich auf morgen. Morgen kommt unser neuer dualer Student. Den darf ich dann erstmal administrativ verwalten. Bin mal gespannt, wie er sich anstellt. Kann nur schief gehen, würde ich sagen. Kann nur schief gehen. Meine Güte, Nikitendo, Diablo 2 sieht ja mies aus. Das ist Diablo 2 Resurrected, also das ist ja schon die bessere Variante. Diablo 2 ursprünglich sah so aus. Das war Diablo, wie es mal ursprünglich aussah. Sehr matschig. Aber es ist halt einfach alt. Ist halt kein Vergleich zu 3 und 4. Na komm schon. Also wenn das mies aussieht, hast du keine Ahnung davon, was gut aussieht. Gib erst einen Schau-Hit. Schau, Niki. Da kommt er rein und geht wieder raus. Ich finde es immer wieder interessant, wenn Leute in einer ganzen langen Weile einmal kurz reinschauen und wieder wechseln. Na komm. Aber sieht die Diablo 3 wirklich schlechter aus? Also die wissen auf jeden Fall, wie man so einen Game-Akt lang macht, indem man einfach jede Map gigantisch macht. Dann ist automatisch. Vielleicht direkt alles ziemlich langatmig. Ist halt DLC-Akt. Ja, warum das so ist, verstehe ich schon. Kristalldurchgang. Hä? Unter dem Kristalldurchgang. Da müsste hier in der Nähe doch irgendwo eine Tür sein, weil sonst. Früher hatten wir was für seine 30 Euro bekommen. Naja. Okay. Früher. Wann kam Resurrected raus? Was ist die denn?
Nee? Sackgasse? Okay. Die drei Hauptsache will auch schnell gehen. Das habe ich schon von einigen gehört, ja. Aber dann ist es so. Ich habe ja nie gesagt, dass ich diese Diablo-Runs mache, um 250 Stunden zu füllen. Ich möchte nur von meiner Liste streichen können, dass ich noch nie Diablo gespielt habe. Das habe ich da. Warum wundert es mich nicht, dass hier so komische Riesen-Yetis oder sowas sind? Abschaum. Aber kein netter Name. Ein paar Zombies, Skelette, irgendwas ähnliches weg. Ja. Rüstungsschrein. Auch nix. Da geht aber auch kein Weg rüber. Hier ist ein Weg rüber. Was ist das? Aua! Ist aber nicht irgendein Kadaver, der hier rumhängt, ne? Hallo? Leichte Gürtel. Wir suchen halt an, ja. Ich fühle mich jetzt viel stärker, ja, das ist okay, das ist in Ordnung. Immer mehr Abzweigungen und ich habe keine Ahnung, wo Anja ist.
Plattform. Wenn man überlegt, das höchste, was ich je an Minions hatte in Path of Exile, war 50, glaube ich. Plus die Zombies, das sind 8 oder 9. Und ein Golem. Dann eben so. Wir müssen den Hauptweg da holen. Das sieht aus wie ein Hauptweg. Rette Anja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, wo ist Anja? Noch weiter? Ah, da. So kalt, Edna. So kalt, edler Held. Nilatak hat mir das angetan. Falls ihr gekommen seid, mir zu helfen, liegt meine einzige Hoffnung bei Mala. Bitte sagt ihr, dass ihr mich... Bei Mala? Und warum hat Nilatak ihr das angetan? Diese Schlange Nilatak steckt hinter Anjas Verschwinden. Und er hat sie mit einem Eisfluch gefangen. Bei PoE müsste ich erstmal wieder reinkommen, weil ja alles etwas komplizierter. Luke Skywalker hat in der Höhle nicht so rumgeholt, als es so kalt war. Ja, Path of Exile ist tatsächlich etwas komplizierter, in Anführungszeichen. Der Einstieg ist vielleicht eine Hürde, die man erstmal nehmen muss, aber wenn man erstmal drin ist im Game, ist es halt ultra geil. Persönliche Meinung.